Und wir sind total geflasht und im Glück. Wir sind Tina und Nick. Jobs und Wohnung gekündigt, um unseren Traumweltreise zu realisieren. Nachdem wir 2020 mit unserem Van Dobby Europa erkundet haben, steht für uns ein neues Abenteuer an: Lateinamerika. Kommt mit und begleitet uns auf unserer Reise. Hallo und herzlich willkommen aus Puerto Escondido, live und in Farbe von der Pazifikküste Mexikos. Wir sind jetzt am Playa Carrasillo. Wir sind gestern angekommen, gestern ein bisschen rumgegammelt, weil die Nachtfahrt natürlich, ja, die war anstrengend. Tja, sind jetzt wieder totally recovered und entdecken jetzt mal ein klein wenig die Strände hier in Puerto Escondido. Das ist Nummer 1, der sieht schon von hier oben richtig geil aus. Da freuen wir uns jetzt gleich erstmal richtig schön ins Wasser zu springen. Jetzt wird es uns ein bisschen zu heiß am Strand. Hat nämlich bestimmt 30 Grad und in der prallen Sonne zu liegen. Geht nicht lange. Außerdem haben wir Hunger und sind jetzt auf der Suche nach Fischtacos. Wir sind jetzt hier an einem sehr bekannten Fischtaco-Laden. Also sind schon sehr viele Leute hier und es sieht schon sehr, sehr lecker aus. Und wir haben quasi schon mal, es wird immer zu Tacos irgend so Soßen und sowas gereicht. Wir sind schon mal da und wir freuen uns sehr auf Fischtacos. Wir haben richtig Bock drauf. Niklas ist glücklich, es gibt nämlich Ceviche und das ist hier eine Spezialität auch. Wir haben schon mal eins gegessen in Mexiko, das war schon sehr, sehr lecker. Und das hier sieht auch sehr, sehr gut aus und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Was soll ich sagen? Die waren lecker. Wir haben in den letzten Wochen echt viele Tacos gegessen, aber die hier waren mit Abstand die besten. War richtig, richtig lecker. Also falls ihr mal in Puerto Escondido seid, kommt auf jeden Fall zu Smoked Fish Taco. Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns. Wir haben jetzt eine kleine Siesta gemacht und schauen jetzt den Sonnenuntergang an. Und natürlich lädt der Küstenabschnitt hier zu ganz, ganz vielen wunderschönen Sonnenuntergängen ein. Wir sind jetzt am La Tortuga Viewpoint. Wenn ich nach links und rechts gucke, ist es schon ohne Sonnenuntergang atemberaubend. Und ich denke mal, dass der Sonnenuntergang hier einfach nur grandios wird. Deswegen, wir freuen uns darauf und jetzt genießt die Show, die Mutter Erde hier zaubert. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. So, wir haben uns aus dem Bett rausgepellt und in wenigen Minuten geht's los. Wir springen auf ein Boot und sagen den lieben Buckelwalen und Delfinen und sonstigen Tieren, die hier so rumschwimmen, mal hallo. Es geht nämlich gleich die Sonne auf und es soll ein perfekter Zeitpunkt sein, um Wale und Delfine zu beobachten und ja, Daumen drücken, dass wir jetzt gleich ganz viel davon sehen. Thank you.
gucken, wer zuerst Wale findet. Ich oder der Guide. Vorbei. Und wir sind total geflasht und ja, im Glück. Das ist der Hammer gewesen. Also wir haben nach 10 Minuten schon einen Wal gesehen. Das war ja schon gigantisch. Da haben wir schon gesagt, okay, Bootstour war erfolgreich, weil es gibt ja keine Garantie, dass man tatsächlich die Tiere sieht. Ja. Und dann waren wir plötzlich umzingelt von Delfinen. Und es war einfach nur gigantisch. Man hat richtig gemerkt, wie die mit dem Boot geschwommen sind und gespielt haben. Drum gesprungen, also auch wirklich so, wie gesagt, die springen so 4-5 Meter hoch und wir haben einen gesehen, das war echt das war echt krass. Und ja, auf dem Rückweg haben wir dann, also wir haben, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Schildkröten gesehen, aber wahnsinnig viele Mantarochen haben wir noch gesehen, die in die Luft gesprungen sind. Und also einen zweiten Wal haben wir dann auch noch gesehen, der ist aber nur einmal ganz kurz aufgetaucht. Aber einfach nur grandios, ja, und wirklich sehr, sehr geil. Hat sich definitiv gelohnt. Beiden aus dem Supermarkt jeweils ein Bier mitgebracht. Mir eine Dose. Und mir eine Flasche. Findet ihr das ungerecht? 1,2 Liter, weiß auch nicht. Das sind nur 940 Milliliter, ich möchte wieder korrigieren. Okay. Dann nehme ich das zurück. Ist ja nicht mal ein ganzes Maß. Tag. Das ist wirklich so ein Tag, wo wir einfach nur Dankbarkeit verspüren, was wir alles erleben dürfen. Angefangen heute früh mit den Walen und Delfinen und Schildkröten und Mantarochen, was schon einfach so gigantisch war. Und dann heute auch noch der Sonnenuntergang. Es war so ein Traum. Also die Sonne, die ist richtig golden untergegangen, richtig, richtig schön. Und Nick hat dann noch zum Abschluss gesagt, wie cool das jetzt wäre, wenn er jetzt noch so ein Wal hochspringen würde, so halb als Scherz. Und wirklich eine Minute später ist da einfach ein Wal hochgesprungen und man hat ihn so krass gesehen. Und das direkt vor diesem schönen Sonnenuntergang.
Das ist einfach richtig, richtig schön. Also wir gehen jetzt sehr happy ins Bett und sagen gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen aus dem wunderbaren Puerto Escondido, Oaxaca, Mexiko. Wir sind gerade auf dem Weg zum Strand und zum Kaffee holen und dann den Surfern zugucken. Weil Puerto Escondido ist eins der bekanntesten Surfspots der Welt. Genau. Wir hatten eigentlich auch die Hoffnung, dass wir mal reinspringen können, aber Nick war heute früh schon Lurge. Also schauen. Ja, und es ist einfach zu groß. Also wir können ja jetzt einigermaßen surfen, aber hier ist auch ein großer Big Wave Spot. Also das ist heute nichts für uns und vermutlich auch die nächsten Tage leider nicht. Aber zu gucken ist auch schön. Ja. So, angekommen im besten Café der Welt. Diesmal Ausblick. Lange ein Traum. Wir sind übrigens hier in Puerto Escondido in La Punta. La Punta ist sozusagen dieser Surfspot hier. Und der ist eher so ein bisschen schicker. Ein bisschen Bali-Vibes sind hier. Gute Cafés, gute Restaurants. Eine Dirt Road, die hier durchführt. Also ist ein ganz cooles und entspanntes Flair, was hier herrscht. Viele Surfer und ja, also uns gefällt es sehr gut. Vor allen Dingen, du bist halt super schnell am Strand hier vorne und kannst den ganzen Tag die Sonne und den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang und den Kaffee und das Bierchen genießen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das Ganze hier ist Puerto Escondido. Und unser erstes Hostel war hier, also komplett auf der anderen Seite. Da waren auch diese kleineren Strände und das hier vorne ist halt alles ein langer Strand. Das wäre ein Spießrutenlauf. Wir fahren jetzt gleich mit dem Taxi erstmal zum Markt von Puerto Escondido. Da soll es ganz viel Essen geben und ein paar Shops. Und da wollen wir mal gucken. Innerhalb der Stadt fahren mit dem Taxi ist übrigens sehr, sehr günstig. Also wir fahren so 5 Kilometer und kostet 60 Pesos. Also das ist echt vernünftig. Das ist jetzt der zentrale Markt hier in Puerto Escondido, der Mercado Municipal Benito Juárez. Benito Juárez ist übrigens ein Präsident der Mexikaner, der erste indigene Präsident der Mexikaner gewesen. Und quasi jeder Ort hat irgendeinen Platz, einen Markt oder sonst irgendwas, der diesem Benito Juárez gewidmet ist. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Ihr habt es ja gerade gesehen, auf dem Markt ist nicht viel los und man muss auch sagen, in der Stadt ist generell relativ wenig los. Also hier macht es sich schon bemerkbar, dass, dass viel weniger Touristen hier sind als normal. Und ja, für uns ist es natürlich eine ganz feine Sache, aber wenn man sich überlegt, dass halt die Leute darunter hier massiv leiden, ist es einfach unschön. Also wir wissen jetzt langsam, warum Puerto Escondido zu den Top Big Wave Spots der Welt zählt, weil wenn wir das da draußen sehen, das ist wirklich so brutal. Also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. So eine Urgewalt, die Wellen da entwickeln, ist wirklich krass. Und wir waren heute Morgen ja kurz davor zum Surfen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir es dann doch nicht gemacht haben. Also wirklich abartig. Den Weg, den wir vorhin mit dem Taxi gefahren sind, wieder komplett zurück am Strand. Also wir sind ja auf der einen Seite von Puerto Escondido, sind zur anderen gefahren und jetzt laufen wir den ganzen Strand entlang zurück. Nach einer Siesta geht es jetzt wieder ab an den Strand, den Sonnenuntergang angucken, die Surfer beobachten und leckere Burritos essen. Der erste Hund hinter dir. Jo, gibt nicht. Und der zweite Hund. Anscheinend haben wir noch mehr Leute bzw. Hunde Lust auf Burritos. Oh, guck mal, Wally. Jo, super. Nicht der Hundeflüsterer. Oh nein, jetzt kommt zu mir. Burrito ist verputzt. Die Hunde haben mal kurz was von uns abgekriegt, aber die sind, wenn es ums Essen geht, natürlich immer sehr, sehr freundlich zu einem. Sobald das Essen weg war, waren sie natürlich wieder treulose Seelen und waren weg. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind heute auf der Jagd. Und zwar auf der Jagd nach den größten Wellen. Aber nicht wir fahren die, sondern wir schauen bei den Big Wave Surfern heute zu. Ich war gerade beim Joggen, habe die schon gesehen. Und da ist eine ganze Meute an Surfern draußen. Und ich schätze mal mit meinem unwissenden Fachwissen, dass die Wellen mindestens 5 Meter hoch sind. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher. Und das ist einfach ein Spektakel, das kann man sich nicht vorstellen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und da freue ich mich. Mich auch. Und die Tina drauf. Wir haben ausgecheckt aus unserem wunderschönen Zimmer hier in Puerto Escondido. Es wird Zeit, langsam Adios zu sagen. Ja. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da, wie ihr das fandet. Außerdem lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, lasst uns alles da, was geht.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter auf der Reise begleitet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Handstand fail.